So Leute, wir sind gerade auf www.pitbull-tv.de, meine Community für euch. Und ja, ich habe mir überlegt, manche verstehen das nicht, deswegen jetzt ganz schnell noch ein Video, in dem ich das erkläre. Ganz kurz, ich habe jetzt hier, also ihr müsst euch auf jeden Fall anmelden, das ist schon mal Punkt 1. Anmelden, wenn sobald ihr eingeloggt seid, seht ihr hier die ganzen Kategorien, hier unten den Chat und so weiter. Und hier sind wir bei Foren Battle. So, Turnierdaten, hier kommen News, Daten, Fragen und so weiter rein. Gut, das hat euch nichts zu interessieren erstmal. Und hier Battle-Videos, da werde ich die Videos hochladen von den Battles. Hier Leon gegen Pitbull, hier habe ich das Video und hier werden halt die weiteren Folgen. Außerdem Herausforderungen. So, jetzt kommt's. So, Leon hat geschrieben, Herausforderung von Leon. Super. Hier hat er geschrieben, er fordert heraus, 1 gegen 1, sein Name, das Spiel. Und gegebenenfalls noch halt die Regeln, welche Karten und weiß was ich alles. Und ich habe dann geschrieben, ich nehme an. So, dann kann ich das auch schließen, ist auch geschlossen. Und deswegen nehme ich gegen ihn, also spiele ich gegen ihn. Der nächste müsste jetzt schreiben, okay, der schreibt 1 gegen 1 gegen Pitbull. Ich habe auch angenommen, also kann ich hier auch schließen. So, Herausforderung. Und hier, 1 gegen 1 gegen alle. So, da hat noch keiner was geschrieben. Das ist schon mal richtig. Er fragt jeden. Hier könnt ihr dann auf Antworten klicken und dann sagen, ja, ich nehme die Herausforderung an und dann könnt ihr gegen Killer Elite zocken. So. Aber was ich nicht mag, Lust zu wäre nett, okay. Wenn jetzt zum Beispiel der Leon, der hat jetzt nochmal geschrieben, weil er gegen mich verloren hat, ich habe ja gesagt, ich mache ein Blatt, hat er jetzt nochmal geschrieben, er möchte ein 1 gegen 1, er sucht sich einen Gegner. Und dann wird hier unten geschrieben, will jemand gegen mich zocken? Pitbull, traust du dich? Und ja, Klaus Klobrille, da bist du irgendwie falsch. Also du musst auf jeden Fall in die Herausforderung und einfach ein neues Thema und dann einfach hinschreiben, am besten natürlich dein Name und das Spiel. Schreib einfach 1 gegen 1, das Spiel MW3 und ja, gegebenenfalls, wenn du Bock hast, die Map oder weiß was ich. Und dann schreibst du einfach, dass du jemanden herausforderst. Du forderst entweder, schreibst du hin, du forderst jeden heraus. Oder du schreibst dahin, dass du speziell mich herausforderst. Das schreibst du dann hin und dann werde ich, wenn ich Zeit und Lust habe, darauf antworten. Also antworten werde ich auf jeden Fall, aber halt annehmen oder nicht annehmen. Aber halt nicht bei anderen Leuten reinschreiben, dass hier, wie hier zum Beispiel, Leon hat was gefragt und dann schreibst du halt, ob ich mich traue und sowas, das hat damit gar nichts zu tun in diesem Ding, deswegen werde ich da gleich einen extra Raum aufmachen, extra Thema aufmachen. Und wie ihr hier schon sehen könnt, jeder hat hier in der Leiste hier gewonnen 0, verloren 0. Also die, die gespielt haben, hier, der Leon hat schon 2 verloren, noch 0 gewonnen. Wo bin ich denn? Bei mir steht gewonnen 1, verloren 0. Sefki hat, glaube ich, 1 gewonnen, da ist er. Da. Der hat auch einen gewonnen, wie ich. Und ja, das wird auch irgendwas mit auf sich haben. Also, ich weiß noch nicht, was ich machen werde, aber die Leute, die hier sehr oft gewonnen haben, also es wird so eine Art Forenturnier auch sein, dass irgendwann die Besten gegen die Besten antreten, die Schlechtesten gegen die etwas Schlechteren und so weiter. Und damit es auch fair bleibt, nicht, dass ein Schlechter gegen einen Guten spielt und so weiter. Und für den Gewinner wird es auf jeden Fall was geben. Da muss ich mir noch was ausdenken. Aber das war jetzt nur so eine Idee, die ich heute Morgen hatte, oder heute Mittag eher gesagt. Und bis jetzt, ich hätte nicht gedacht, dass es so gut läuft. Ich habe ein 1 gegen 1 hochgeladen bei YouTube und jetzt habe ich schon 30 Anfragen, dass sie ein 1 gegen 1 gegen mich zocken wollen. Wie gesagt, im Forum anmelden, www.pitbull-tv.de, einloggen, bei Forum Battle Herausforderungen anklicken, neues Thema erstellen, im Betreff hinschreiben, welches Spiel und wen du herausforderst. Und hier unten kannst du auch nochmal alle Regeln hinklären. Also wenn du der Herausforderer bist, darfst du natürlich die Regeln bestimmen. Ich hoffe, dass es jetzt verstanden ist. Und ja. Die Videos von mir, also stimmt auch noch, wenn ihr zockt. Nehmen wir mal an, jetzt der Forest und der Leon, die zocken morgen um 20 Uhr. Einer muss filmen mit der HDPVR am besten. Ihr könnt auch mich fragen und ich werde es meistens auch machen, wenn ich Zeit habe. Aus dem Grund nehme ich das auf und das Ganze Spiel kommt dann hier in die Battle-Videos. Genau, habe ich ja schon gesagt. Hier kommen dann die ganzen Videos rein. Und ja, viel Spaß und viel Glück vor einem Turnier. Wenn ihr Fragen habt, Fragen könnt ihr auch bei Turnierdaten hinschreiben. Postet ihr einfach. Ich mache das jetzt einfach mal. Fragen, Thread 1. So, hier könnt ihr Fragen reinschreiben.
Fragen zum Turnier stellen. Und so. Ich denke mal, dass ich alles beantwortet habe. Dann sehen wir uns am Turnier, beim Turnier und viel Spaß.